Hallo, liebe Freunde vom Kanal PVBOK, okay, Servus, habe die Ehre, schön, dass ihr alle da seid. Ja, und weitermachen wir hier mit der Serie der Gast-Replays. Und ich habe da was bekommen vom Frankenstupfler, der ja schon euch sehr bekannt ist, der ja jetzt im Clan DSFG spielt. Und er hat ein besonderes Gefährt dabei. Und zwar aus dem deutschen Forschungsbaum das Nashorn, ein Panzerjäger. Und er spielt in Hürtgenwald oder auf der Map Hürtgenwald. Und das im RB-Mode, also dem zweitschwierigsten Mode in War Thunder. Und da hat das Nashorn im RB ein Battle Rating von 5,3. Und dann erzähle ich euch ein bisschen was aus der Geschichte von diesem Nashorn. Ja, was uns als erstes mal verwundert, ne? Es kommt aus Deutschland, das Nashorn, nicht aus Afrika oder Indien. Ja, seltsamerweise, ne? Aber schauen wir doch einmal, was wir so alles über das Nashorn hier rausgebracht haben. Der Panzerjäger Nashorn. Ein Sonder-Kfz, und zwar mit der Nummer 164, war ein Panzerabwehrgeschütz auf Selbstfahrlafette. Also Selbstfahrlafette, Leute, merkt euch das. Der braucht keinen Fahrer. Ja. Die fährt selbst die Lafette. Gut, war also ein Fahrzeug, ein Selbstfahr-Lafette. Der Jetzt geht's schon wieder los mit meinem Hals. Der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Der Jagdpanzer. Ja, wir haben aber auch noch mal einen Panzer, der auch Jagdpanzer genannt wird. Wurde ursprünglich Mitte 1943 als 8,8 cm Pack 43-1 L-71 auf Geschützwagen 3 und 4 SF mit dem Beinamen Hornisse in Dienst gestellt. Im Februar 1944 untersagte Hitler jedoch die Nutzung dieses Namens, da er ihn unpassend für ein Kampffahrzeug fand. Daraufhin wurde es in Nashorn umbenannt. Bin ich ja nur bloß froh, dass dieser kleine Kerl mit seinem schwarzen Schnauzer keine anderen Probleme gehabt hat, als sich an dem Namen ja, Hornisse aufzugeilen, sage ich jetzt mal so, ne? Wobei Hornisse ist ja auch nicht so verkehrt. Ne? Saust rum und piekst da mal und piekst dort mal. Und was anderes haben ja die ja, diese Jagdpanzer, Panzerbekämpfer und Panzerjäger nichts anderes gemacht. Die sind ja auch rumgefahren und haben einzelne Panzer rausgepickt. Ne? Naja, gut, okay, jetzt haben wir halt da ein Nashorn. Der hohe Bedarf an mobiler Panzerabwehr an der Ostfront führte 1942 zur Entwicklung des Jagdpanzers Hornisse, ne? Also der Hornisse, wo keine Hornisse ist, geworden ist. Ne? Durch die Firma Alcat, die hat das Fahrzeug entwickelt. Die Serienfertigung von 494 Fahrzeugen von Februar 43 bis März 45 erfolgte bei Alcat und in den deutschen Eisenwerken Teplitz-Schönau. Das Fahrzeug basierte auf dem Geschützwagen 3 und 4, einem modifizierten Fahrgestell des Panzers 4 mit Getriebe- und Endantriebseinheit des Panzers 3. Da haben sie aber ganz schön was zusammengestopselt. Der Motorraum wurde vom Heckbereich in die Mitte des Fahrgestells verlegt, um Platz für die Geschützaufnahme zu schaffen. Diese Konstruktion fand später auch bei der Panzerhaubitze Hummel Verwendung. Hummel, siehste, da hat der Hitler nichts dagegen gehabt, dass das Ding Hummel heißt, ne? Obwohl es auch nicht fliegen kann. Komisch, komisch. Zwar besaß der Jagdpanzer mit der 8,8 cm Pack 43
eine feuerstarke Waffe, die praktisch jeden Panzer der Alliierten außer Gefecht setzen hätte können. Allerdings war die Panzerung sehr dünn, das stimmt. Und nach hinten und oben offen. Also wenn sie hinten eine reingekriegt haben, ne, hat es wehgetan. Haha, hihi, Wortwitz. Und von oben, wenn sie eine auf den Deckel gekriegt haben, hat es auch wehgetan. Gerade bei Artillerie sowie auch bei MG-Beschuss auf kurze Entfernung war die Besatzung stark gefährdet. Ja, die war immer stark gefährdet, ne? Weil durch dieses Blech ist alles durchgegangen. Ne? Zudem erschwerte die ungünstig hohen Silhouette das Unentdecktbleiben und somit das Überleben auf dem Schlachtfeld. Also das Ding war ja auch relativ hoch, ne? Und somit konntest du dich halt hinter kleinen Steinchen nicht verstecken. Ne? Also hat man größere Steine gebraucht. So. Der Großteil dieser Jagdpanzer kam an der Ostfront und in geringer Zahl in Italien in den schweren Panzerabteilungen 88, 93, 519, 525, 560 und 655 zum Einsatz. Oh, mein Hals. Ihr könnt ja mal eure Eltern fragen, sprich Vater, Großvater, Opa und so, ne? In welchem Panzerregiment er vielleicht gewesen ist, ob er da dieses Nashorn noch kennt. Ne? Jede Abteilung bestand aus drei Kompanien zu je 14 Jagdpanzern und hatte zuzüglich drei Reservepanzer. Das heißt, die haben aus drei Reservepanzer dann wieder einen gemacht, ne? So ungefähr. Einen Sollbestand von 45 Jagdpanzern. Tut noch weiter. Der erste Einsatz fand im Sommer 1943 in der Schlacht um Kursk statt. Na gut. Am 6. März 1945 schaltete ein Nashorn einen der wenigen bisher eingesetzten neuen M26 Pershing Kampfpanzer der Alliierten in Niel bei Köln aus ca. 270 Meter Entfernung aus. Ja, was hat der in Köln gemacht? Da waren die ja schon da. Das hätte halt nichts mehr bringt. Den Pershing hätten sie auch noch in Ruhe lassen können. Ne? Außerdem haben sie da oben geschrieben, kam an der Ostfront und in geringer Zahl in Italien zum Einsatz. So. Und hat der sich verfahren, wie er an die Ostfront gefahren ist, dass er da in Köln hängen geblieben ist oder was? Mein Gott. Naja gut, was soll's nicht. Spaß beiseite, Ernst, komm raus, du bist umzüngelt. Und ja, das ist also, muss ich natürlich noch vorweg sagen, er ist ja nicht mit dem Nashorn eingestiegen, ne? Nein, ist er nicht, ne? Er ist dann erst mit dem Panzer Befehlswagen 4 unterwegs gewesen. Da hat er ja kläglichst versagt, ne? Den hat er ja gleich geschrottet. Normalerweise ist das schon Wertzersetzung gewesen, ne? Also der kann froh sein, dass er nicht in Bunker gewandert ist, da unser lieber Frankenstupfler, ne? Da, ja, da einen Befehlswagen hinmachen, ne? Ja, so opfern, ne? Einfach in die Beschusslinie stellen. Ja, du bist da vielleicht so einer, du. Ja, und dann habe ich gedacht, naja gut, nachdem, dass er jetzt aufgesattelt ist auf das Nashorn, ne, habe ich mir gedacht, na Gott, dieses Nashorn, das ist ja noch unbeweglicher und schlechter zu steuern und man muss es ja jedes Mal auf den Gegner ausrichten. Habe ich mir gedacht, na, das wird ja wohl auch nichts werden, ne. Ja, jetzt hat er aber hier ganz schön zugelangt, ne. Wir sind ja schon bei 5 Kills haben wir schon. Da kommen aber noch welche dazu, das war noch nicht alles. Und was hat er denn noch gemacht? Ein Cap hat er erobert und eine Abschusshilfe hat er bekommen. Ja, das kommt halt davor, ne? Frankenstupfler, ne? Frankie Boy. Wenn du natürlich immer alle killst, dann kannst halt auch keine Abschusshilfen bekommen. Oh, dein Rohr ist kaputt. Hat du gesehen? Rohr kaputt. Und du machst ihn bauen. Schaut aus wie Banane. Ja. Ja, das ist halt, jetzt hat er es gebaut. So.
hat er vorne eine Neige gekriegt aufs Rohr, nicht? Und ja, das Problem ist halt, ne, Frankie, wenn man macht selber Kills, man nichts bekommt, Abschusshilfe. Ne, so ist es. Also hättest du die alle bloß angekrittet, dann hättest du wahrscheinlich auch mehr Abschusshilfen zusammengebracht. Hm. Ja, aber Kill bringt ja mehr Punkte, ne? Na gut, okay. Sei es drum. Ich gönn's dir doch, ich gönn's dir doch. Hast doch schön gemacht. Hast du schön aufgeräumt. Vor allen Dingen muss ich sagen, das war ein sehr interessantes Match. Es hat ja ausgeschaut, nein, es schaut so aus, ne? Sagen wir mal so, es schaut ja so aus, Blau verliert, ne? Blau, das sind die Guten, ne? Ach nee, Schmann, das sind die Bösen. Ach, ist ja wurscht, wer gut und böse ist. Ist ja bloß ein Spiel. Auf jeden Fall Blau, wo ich ja auch immer drinnen stecke, ne? Ich stecke ja auch immer in Blau, manchmal bin ich auch Blau oder so. Aber nicht beim War Thunder spielen, da bin ich nicht Blau, nicht wahr? Ja, und das schaut aus, als wenn die natürlich hier verlieren, ne? Also sakrisch verlieren, ne? Schaut mal an, was die Roten noch an Punkte haben. Die Roten. Rot. Ist der Tod. Aber meistens überlebt Rot, komischerweise. Wenn ich spiele, überlebt Rot meistens. Oder so gut wie immer. Oder fast immer. Naja, gut. Was soll's. Leute, ich sage mal schon mal Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt, ne? Weil mit meinem Hals, das ist so nicht das Wahre. Da muss ich ein wenig langsam machen. Das ist ja nicht das letzte Video, was ich besprechen möchte. Und bevor ich da dauernd husten muss, was ja auch nicht gerade angenehm ist für die Zuschauer, ne? Tue ich mal lieber mal ein bisschen langsam und weniger quatschen. Das geschieht ihm recht, hat er gesagt, sagt er. Na gut. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt, ne? Ihr könnt also da mal in die Videobeschreibung schauen. Da werdet ihr sehen ein paar Links. Vielleicht sind es auch ein paar rechts oder was weiß ich. Also grüne sind keine da, ne? Das sind links. Links sind hinterlegt, meine ich. So. Ist auch komisch, ne? Dass man da sagt links. Naja, links ist die Mehrzahl, ne? Von link. Und wenn einer link ist, die Mehrzahl von link. Wenn einer link ist, ist er die Mehrzahl davon ist dann. Naja, das ist halt dann ein Bazi, ne? Ein Bazi, ein böser Bub halt. Ne? Wenn er link ist. Und wenn einer recht ist, recht, sage ich, recht, ne? Also ohne den Z, sondern nur recht, dann ist es ein guter, ne? Hat er aber ein Z hinten dran, ne? Ist es wieder kein guter, also deutsche Sprache, schwere Sprache, nicht? Ja. Ja, also schaut mal rein, da findet ihr also entsprechende Links, ne? Unter anderem auch einen Spendenlink, ne? Aber da guckt ja keiner drauf. Jeder vermeidet es, da drauf zu schauen. Sonst hätte er mal auf die Idee kommen, vielleicht einmal was einzuzahlen. Ne? Wäre ja nicht schlecht. Könnte man sich vielleicht eine neue Grafikkarte kaufen. Ihr wollt Qualität, neues Mikrofon, was weiß ich, ja. Ne? Man muss ja up to date bleiben, mit der Zeit gehen und ja, mit dem Streamen, da habe ich es noch nicht so richtig. Ne? Habe ja nur mal ein paar so Versuchsstreams gemacht. Ob das mal jemals was wird bei mir, weiß ich nicht. Da brauche ich dann noch so ein Nightbot, ne? Also so ein Nachtpot, der dann die Kacke fernhält, die da manchmal so in so Streams reinkommt, nicht? So. Ja, also wenn ihr da reingeschaut habt und habt euch das angeschaut, dann stolpert über diesen Spendenlink, ne? Stolpert richtig drüber. Wer nicht spendet und drüber stolpert, der bricht sich das Bein. Oh, ein Schwein. Oh, hab nichts gesagt.
Ja, und dann könnt ihr natürlich liken, Kommentare schreiben. Ihr könnt den Kanal abonnieren, das kostet nichts. Setzt die Glocke in Bewegung. Dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn ich wieder was Neues hochgeladen habe. Das ist eine feine Sache, Leute. Es kostet echt wirklich nichts. Probiert es mal aus. Ja, bei mir hier auf dem Kanal ist das alles umsonst. Also nicht umsonst, sondern es kostet nichts. Ne? So wollte ich das sagen, nicht? Und ihr könnt natürlich den Kanal auch weiter empfehlen. Ja, das wäre natürlich nicht schlecht, ne? Ja, was hätten wir denn sonst noch Wichtiges? Außer, dass ich mich beim Frankie Stupfler, muss ich mich noch bedanken für das Replay, was er mir zugeschickt hat. Ich hatte ihm zwar gesagt, dass ich das wahrscheinlich nicht mehr schaffen werde, es zu machen, aber ich habe mir ganz einfach die Zeit jetzt genommen, um dieses Gast-Replay noch zu bearbeiten. Dann freut er sich, dass es dann irgendwann mal kommen wird. Ja, und dann sage ich jetzt einfach wirklich einmal, genießt die restlichen paar Sequenzen, die jetzt da noch kommen. Und dann sage ich Holtrio, bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye, arrivederci, euer PvP, okay.